Hallo, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen, heute mit Gustavo unterwegs. Ja, unterwegs bin ich hier in Göttingen auf der Nikolaistraße, wo am Morgen etwas Besonderes stattfindet, hier in der Literaturhaus Göttingen, diese neue Einrichtung hier zumindest. Und ja, worum es geht hier und was alles so passiert, dass wir uns gleich jemanden, der sehr bekannt hier in Göttingen ist. Ich spreche von Anja. Hi Anja. Hallo Gustavo, schön dich wieder zu sehen. Hi. Danke. Sag mal, was ist hier, was passiert, was ist jetzt dieses Literaturhaus? Wenn der Bus weg ist, sehen wir es besser. Das ist das neue Literaturhaus Göttingen, in dem die beiden großen Göttinger Literaturveranstalter wohnen. Das Literarische Zentrum, das ich leite, und der Göttinger Literaturherbst. Das sind ja eigentlich zwei voneinander unterschiedene, definitiv auch unabhängige Veranstalter. Und wir sind jetzt hier in der großen WG quasi, in diesem Literaturhaus, wohnen beide dort. Wir haben beide eine Büroetage und dieser wunderbare Saal da unten, der jetzt gerade noch den letzten Schliff bekommt. Bis gestern war hier noch, oder bis heute Vormittag eigentlich noch komplett Baustelle. Das ist unser super schöner Veranstaltungssaal. Wenn du willst, zeige ich dir, können wir gerne einen Blick reinwerfen. Ja, klar, gerne. Und sag mal, also die Eröffnung nochmal, ist das morgen um wie viel Uhr und wer kann kommen und so weiter? Moment, wir müssen den Radfahrer abwarten. Morgen ist die große Eröffnung, genau. Und zwar ist ab 14 Uhr Tag der offenen Tür hier. Ja. Und natürlich sind alle aufs Herzlichste willkommen. Und wir haben ein sehr schönes Programm vorbereitet, dass du die Möglichkeit bietet, sich ein bisschen unterhalten zu lassen. Man kann aber auch einfach durchs Haus schlendern, was trinken und hier mit uns ein bisschen plaudern, ein bisschen Musik hören, ein bisschen Textperformance. Und dann wird jemand mit dem Megafon aus den Fenstern ein bisschen Poetry Slam, also ein bisschen slammen und so Sachen. Also es wird sehr unterhaltsam. Und dann gibt es am Abend zwei Großveranstaltungen. Die sind allerdings seit Wochen ausverkauft. Doris Dörrie kommt um 6:30 und um 21 Uhr kommt Matthias Brandt mit dem Pianisten Jens Thomas. Das ist, wie gesagt, leider ausverkauft. Aber das haben wir auch schon vorher gesehen, dass das schnell ausverkauft sein wird. Es gibt eine Live-Übertragung hier auf den Nikolaikirchhof. Vielleicht haben manche von deinen Zuschauerinnen und Zuschauern unser Fensteraufspektakel letzten September mitbekommen. Da haben wir das auch so gemacht. Und das war ein super großer Erfolg. Also haben wir gesagt, machen wir das wieder so. Das mögen, glaube ich, die Leute in Göttingen. Oder auch in anderen Städten mag man ja so Public-Viewing-Sachen. Und das hat hier auch einfach im September so gut funktioniert. Die Leute setzen sich mit ihren eigenen Stühlen oder auf unsere Stühle da auf dem Kirchhof. Und wir haben einen Gabelstapler heute anfahren lassen, an den dann eine große LED-Leinwand angebracht wird. Und dann sieht man dort die Live-Übertragung der beiden Großveranstaltungen. Und dasselbe dann nochmal am Sonntagnachmittag. Da wie viel Uhr? Um 14 Uhr laden wir vor allem die Kinder der Stadt. Ja, was gibt es da für Kinder? Es gibt den absoluten Star des Kinderbuchsektors und zwar kommt Axel Scheffler. Viele kennen jetzt die Namen von den Autorinnen oder Illustrator ist er vor allem. Ja, nicht so, aber wenn ich sage, der Gruffalo sein, dann wissen, glaube ich, sehr viele Kinder Bescheid. Der Gruffalo ist ja irgendwie so eine der bekanntesten Kinderbuchfiguren und den hat sich eben Axel Scheffler ausgedacht. Also er ist der Zeichner und Co-Autor der ganzen Gruffalo und der ganzen anderen Bücher von eben Scheffler und Donaldson. Und er wird hier sein um 14 Uhr und hier im Saal eben live zeichnen und ein bisschen was erzählen über seine Bücher, drei Bücher vorstellen. Und das wird auch alles auf den Kirchhof übertragen, sodass man sich eben auch dort, die ganze Familie, alle Freunde, Freundinnen sollen alle mitkommen, Oma. Also, wer kommen möchte, um diesen großartigen deutsch-irakischen Autor zu erleben, nochmal zu erleben, der war beim Literarischen Zentrum schon, war beim Literaturherbst schon, aber der ist immer wieder gerne gesehen, der und die sollen am Sonntagabend herkommen. Aber wie gesagt, am besten, man schlendert im Laufe des Wochenendes mal hier vorbei, guckt morgen einfach mal rein, morgen am Nachmittag und am Sonntag dann wieder. Wow, schön. Und das ist das ganze Programm, genau, ist und auch namhafte Namen, auch, die in den nächsten Tage kommen. Ne? Ja, das stimmt. Das geht eigentlich ziemlich so weiter. Wir haben natürlich irgendwie jetzt für die Zeit, die wir hier, von jetzt ab dürfen wir einfach dauernd hier in diesem Haus sein. Das ist schon sehr, sehr großartig für uns. Und entsprechend haben wir ein ziemlich üppiges Programm, auch üppiger als sonst.
und vor allem üppiger als jetzt in den letzten 2 Pandemiejahren zusammengestellt. Also es geht dann gleich nächste Woche Donnerstag weiter mit Lucy Fricke und in den nächsten Wochen kommen diverseste interessante, hochinteressante Leute. Mal unterhaltsam, mal ernst, mal mit Musik, mal ohne. Also einfach ins Programm des Literarischen Zentrums gucken oder auf die neue Website vom Literaturhaus. Da ist dann, kommt man dann auch aufs das Programm vom Literarischen Zentrum und dann im Herbst natürlich auch aufs Programm vom Literaturherbst. Der Literaturherbst wird hier keine Veranstaltung machen, sondern hier so eine Art Festivalzentrum gründen, sodass man nach den Veranstaltungen des Festivals immer hier zusammenkommen kann und noch was trinken und vielleicht was essen. So. Und gibt es ja irgendwelche Zusammenarbeit auch mit dieser anderen Kultureinrichtung hier hinter dem Haus? Natürlich, klar. Das ist ja hier Teil des Kukwas. Klar, direkt hier einmal durchgehen und dann ist Luftlinie da 20 Meter oder was. Ja, das Kunsthaus, nicht mal 20 Meter, 10. Meine Güte. Genau, und dazwischen ist noch der ganze Hof vom Steidl Verlag und wir alle arbeiten jetzt auf die eine oder andere Weise zusammen, aber auch tatsächlich länger schon. Also wir zum Beispiel haben mit unserem Kinder- und Jugendprogramm, mit dem Vermittlungsprogramm vom Kunsthaus lange schon zu tun. Aber das wird sich natürlich intensivieren, dadurch, dass wir jetzt halt noch näher beieinander sind und auch irgendwie, glaube ich, eher als verbunden wahrgenommen werden jetzt. Das war ja bislang eben nicht so. Es war auch einfach Literarisches Zentrum in der düsteren Straße. Und der Steidl Verlag und das Kunsthaus eben auch. Aber jetzt sind wir eben alle zusammen Teil des Kukwas und das macht natürlich was. Wow, eine richtige Bereicherung für die Kultur, für Göttingen. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann liebe Zuschauerinnen, ab morgen ab 14 Uhr. Genau. Und abends ab 19 Uhr ist Doris Dörri hier. 18.30 Uhr ist 18. Doris Dörri, genau. Und dann 21 Uhr Matthias Brandt und Jens Thomas. Genau. Okay, ja, dann, wir wissen schon, dass die Nummer hier, Nikolaistraße Nummer 22. Liebe Zuschauerin. Ja, genau, das ist nicht zu übersehen. Diese wunderschöne, allein dieser Eingang, toll, dieses Tor. So, dann, Anja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, es war interessant für euch. Wir sehen uns vielleicht morgen hier. Morgen werde ich dabei sein und auch davon berichten. Und dann, bis dann. Mach's gut, ciao.